Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Leute, heute nochmal eine Handy-Folge, denn ihr wisst Bescheid, ich habe mein Ischias eingeklemmt, habe damit leider immer noch mega große Probleme. Somit hatte ich leider keine Zeit, weiter zu farmen. Ich hoffe, dass ich es zumindest für nächsten Dienstag oder vielleicht auch schon für Samstag schaffe, dass wir in Horse Riding Tales auf Steam weitermachen. Denn da muss ich einiges farmen, dass wir hier im Level weiterkommen. Ich freue mich auch schon mega, mega toll drauf, Leute. Nur das Problem ist, ich kann nicht lange aufnehmen und ich kann aber auch meinen Laptop nicht auf meiner Couch haben, weil ich meine Beine nicht ausstrecken kann, Leute. Das ist ein riesengroßes Problem. Deshalb heute nochmal eine Handy-Folge und wir sind schon wieder hier im absoluten Niemalsland, Leute. Aber bevor wir loslegen mit dem Gameplay, habe ich gerade eben, Leute, vor 22 Minuten hat Foxy Venture dieses Bild gepostet und ich freue mich einfach so unglaublich, Leute, denn ihr seht richtig, es ist ein Western-Sattel für Horse Riding Tales. Ich kann es nicht fassen. Foxy Ventures hat uns erhört. Sie haben geschrieben, dass sie die ganzen Requests bekommen haben, gesehen haben, dass wir uns Western-Sattel wünschen und das ist der erste Western-Sattel, den wir bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es auch ein Pad dazu gibt, dass es Western-Bridles auch gibt, also Zaumzeug. Und dass wir dann auch im Western-Look in Horse Riding Tales in Zukunft rumreiten können. Das wird in einem zukünftigen Update kommen, haben sie geschrieben. Ich hoffe, Leute, dass das gleich in dem neuen Update kommt, das hoffentlich bald kommt mit der Insel und dem Western-Outfit, also diesen hier. Das fände ich richtig, richtig toll, Leute. Außerdem hat Foxy Ventures noch diesen wunderschönen Fliegenschimmel gepostet, den ich einfach auch wunderschön finde. Und Leute, ich brauche ihn in meinem Leben. Ich hoffe so sehr, dass diese Pferde auch fangbar sind. Das fände ich richtig, richtig klasse, Leute, weil guckt euch das. Leute. Dann schauen wir aber als allererstes noch schnell zu den Pets, denn ihr hattet so viele Kommentare geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall für die unglaublichen, für die unglaublich vielen Kommentare auf das letzte Video. Und ich hatte ja euch gefragt, ob wir einen Pet-Slot kaufen sollen. Moment, hier sind wir. Also einen Pet-Slot für 15 oder ob wir uns was Schönes dafür kaufen sollten. Und ihr wart euch in den Kommentaren nicht einig, aber ich denke, dass die meisten Leute geschrieben hatten, dass wir doch bitte einen zweiten Pet-Slot kaufen und dann Jewel und Poe mitnehmen. Und ich finde das super, super cool. Das heißt, wir kaufen einen zweiten Slot und ziehen natürlich, Moment, ich habe es nicht im Griff, auch Poe hier rein. Und somit haben wir jetzt zwei. Oh mein Gott, es sieht so mega, mega süß aus, Leute. Und dann hätte ich gesagt, da sind die beiden. Guckt mal, ist das süß. Oh mein Gott, sie sind einfach zucker, zucker süß. Und dann hätte ich gesagt, starten wir gleich mal mit einem Multiplayer-Race. Oh, ich glaube, Glimmer ist wieder vorn dabei, oder? Glimmer? Warum hat eigentlich Scootaloo immer 0? Das finde ich sehr interessant. Scootaloo hat immer 0. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung bei Scootaloo, oder? So, dann hätte ich gesagt, nehmen wir wieder Glimmer und dann geht's gleich los. Und nach einigen Fehlversuchen sind wir endlich da, Leute. Und oh mein Gott, neben mir hat jemand den Friesen-Pegasus, diesen ganz, ganz besonderen. Oh mein Gott, der sieht mega aus, Leute. Jetzt bin ich gespannt, ob wir gegen den tatsächlich eine Chance haben oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt gerade hier in mir drinne steht, Leute. Aber oh mein Gott, dieser Pegasus, der macht Mords was her. Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr erinnern, wie er heißt. Ist auf jeden Fall der bunte Pegasus, Leute. Der bunte Friesen-Pegasus. So. Und wir starten los und versuchen natürlich, Leute, wie immer, unser Bestes. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Bestes gut genug ist, weil ich keine Ahnung habe, was der Friese für Werte hat grundsätzlich. Und das war viel zu früh. Oh mein Gott, Leute. Aber wir sind gar nicht so viel stehen geblieben, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Im Moment, glaube ich, sind wir noch ganz gut dabei. Nur, ich glaube, dass die relativ nah
auf unseren Fersen, an unseren Fersen, Leute, sind. Das heißt, wir können uns eigentlich nicht erlauben, dass wir irgendeinen Fehler machen. Das ist natürlich immer sehr, sehr problematisch, weil ich schaff's eigentlich immer ganz gut, irgendwelche Fehler zu machen. Also ich krieg das immer gut hin, so Sachen wie, ich laufe irgendwo vorbei oder so. Ja, guckt mal, die mit ihrem... Mit ihrem Friesen, die ist sehr nah hinter uns. War das gerade Poe? Versucht Poe gerade mit uns das Rennen zu machen, Leute? Oh, guckt mal, und hier ist ein kleines Fuchskind. Oh mein Gott. Oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, das haben wir ganz, ganz schlecht gemacht. Das haben wir richtig, richtig schlecht gemacht, Leute. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinbekommen. Leute, ich tue mein allermöglichst Bestes. Das war nicht mein Bestes. Oh, Leute. Das war einfach schlecht geritten von mir. Mir wird auch gerade so ein bisschen schwindelig, Leute. Ich hoffe... Ja, wir haben es trotzdem geschafft, Leute. Ich hoffe, euch wurde jetzt nicht schwindelig mit diesem Hin und Her, mit diesem Dashen. Da wurde mir jetzt gerade ein bisschen schwindelig, Leute. Ein bisschen. Wow, der ist mega hübsch. Und Ivy Cinders heißt die. Sie ist auch Zweite geworden. Dieses Pferd ist der absolute Oberknaller, Leute. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Wir haben uns 5 Black Pearls geholt. Hier ist Poe. Hier hinten ist Jewel. Und oh, guck mal. Ich glaube, unsere Tiere haben auf uns gewartet, bis wir das Rennen fertig gemacht haben. Kann das sein, Leute? Und dann sind wir hier wieder gespawnt. Und unsere kleinen, süßen Kinder... Sie sind so süß, Leute, guckt mal. Also es war, ich glaube, das war die perfekte Entscheidung, dass wir jetzt 2 Tiere haben, die uns hinterherlaufen können. Wie viele Tiere gibt es insgesamt, Leute? 6, glaube ich, oder so, ne? Ja, 6 Tiere können einem insgesamt hinterherlaufen. Das ist mega süß. Das nächste kostet 30. Wir haben jetzt gerade mal 8, Leute. Wir haben gerade mal 8 Perlen, aber... Wisst ihr, was mir jetzt einfällt? Wir müssen noch ein bisschen was tun, Leute, weil wir haben, glaube ich, noch... Eins haben wir noch vor uns. Dieses Mal nehmen wir aber die Glimmer, denn die Glimmer hat die, ja, die guten Sachen dran, Leute. Und dann hätte ich gesagt, starten wir gleich ins Event rein. Dass wir hier mal weiterkommen, Leute, mit unserer Geschichte, mit unserer Story. Weil wir müssen ja auch irgendwie leveln, Leute. Dass wir bessere Sachen freischalten. Ich persönlich finde nämlich die Story richtig, richtig schön. Und mir macht es auch richtig Spaß. Deswegen, ganz viele schreiben mir immer, oh mein Gott, du spielst die Story jetzt schon zum zweiten Mal. Es ist nicht langweilig. Ich finde es gar nicht langweilig. Ich finde es mega, mega cool. Weil ich das Spiel einfach mega, mega gerne spiele tatsächlich. Jetzt haben wir schon 15. Wir haben insgesamt schon 15. Ich kann euch aber auch keinen Schwank aus meinem Leben erzählen, weil... Ich mache im Moment nichts anderes wie Medikamente nehmen und zu Hause rumsitzen, weil ich nicht gescheit laufen kann, Leute. Wie gesagt, ich habe mir meinen Ischiasnerv eingeklemmt und dadurch habe ich so ein bisschen Schmerzen. Deswegen ist bei mir nichts, nicht wirklich was los im Moment. Ich kann euch nichts Interessantes aus meinem Leben erzählen, weil nichts Interessantes vorgefallen ist, Leute. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so im Moment am liebsten macht. Also ob ihr am liebsten zockt oder gerne rausgeht oder ob ihr irgendwas im Kino angeschaut habt. Und oh mein Gott, es wird so knapp, Leute. Oh. Wir müssen unbedingt die beiden Mädels nochmal hochleveln. Unbedingt. Das müssen wir sofort machen, weil sonst vergesse ich es wieder, Leute. Das müssten eigentlich 3 Sterne sein, Leute. Das war eine gute Leistung. Jawohl. Und da sind schon die 3 Sterne. Perfekt. 85 Äpfel haben wir nochmal dazu bekommen. Come on, Nathan. You know stuff. Spill it. It's probably nothing. Just tell me what you know. Okay, back when the first horses came to Earth, they brought with them the celestial orbs, a gift to mankind. 2 horses, Aura and Boreas, were sent as guardians. Each horse chose 1 family and shared their secrets with them, like orb crafting. You mean I'm related to these families? I don't know, it's just a story. Whenever someone tells it, it always ends with, and that's why, on a clear night, over the north of the land, you can see the Aurora Borealis, the trail left by Aura and Boreas when they first came to our planet. Oh my god! As an orphan, I always pretended that I was somehow a part of something bigger. Ah, who am I kidding?
Das ist die süßeste Geschichte ever, wie gesagt, Leute. Deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich die Geschichte nochmal spiele, Leute. Denn es geht einfach darum, dass wir ein Waisenkind sind und nicht wissen, wo wir hingehören. Und jetzt haben wir gerade gelernt, dass es Guardians gibt und dass es Fantasy-Pferde gibt wie Aura und Boreas, die auf die Erde gekommen sind und mit zwei Familien ihr Geheimnis des Orbcraftens geteilt haben. Und Orbs sind die... Moment, das ist komplett falsch, Leute. Moment. Orbs ist das hier, das, was wir jetzt schon craften können. Wir können Uncommon, Rare und Epic habe ich mittlerweile freigeschalten. Und Aura und Boreas haben das mit nur zwei Familien geteilt. Und das sind letztendlich die Celestial Guardians. Also die göttlichen Beschützer. Und ja, wir fragen uns jetzt gerade, ob wir ein Teil von einer der beiden Familien sind. Mega süß, oder? Oh mein Gott, Leute. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Finish all tiers in Quicksilver Finals with at least one star. Okay, als nächstes haben wir dann quasi wieder ein Springturnier. There are still the finals to go. Compete all tiers in Level 14 Horse Show. Da sind wir. Hier, Tier 44 bis Tier 48. Da könnten wir doch jetzt gleich nochmal eine gehen, Leute. Und zwar mit Sweetie Belle. Aber bevor wir das machen, hätte ich gesagt, leveln wir die beiden Mäuschen noch ein bisschen. Och, guckt mal, da kommen unsere beiden Tiere. Als ob sie sich jetzt hier hinlegen und schlafen. Sie don't love me. Es ist so süß, Leute. Und dann sind beide Pferde Level 30. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt noch den Sattel abnehmen. Wo ist denn der Sattel? Hier ist er. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich die anderen Sachen auch abnehmen muss. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, von der Maske haben wir auch nur eins. Und davon haben wir auch nur eins. Okay, also dann müssen wir das definitiv abnehmen, weil das haben wir ja schon hier, das Zaumzeug. Und dann geben wir ihr natürlich die neuen Sachen. Und noch den Sattel. Und schwupp. Und dann sind wir ausgestattet, oder? Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht sagen, ob wir jetzt... Das buggt immer so ein bisschen. So, jetzt glaube ich, sind wir ausgestattet, Leute. Dann können wir los in die Quicksilver Finals. Quicksilver Finals. Und dieses Mal haben wir Sweetie Belle dabei mit richtiger Ausrüstung, Leute. Oh mein Gott. So, dann geht's los mit Sweetie Belle in die Finals von Quicksilver. Ich glaube, sie ist mein Lieblingspferd, Leute. Ich wollte ja... Oh nein, jetzt habe ich wieder reingeschissen. Warum, Sandy? Ich hatte mir ja gewünscht, eine der neuen Araber zu bekommen. Mittlerweile bin ich aber einfach so froh, dass ich sie habe. Sie ist so süß. Sie ist einfach so süß. Und ihr steht einfach auch alles, oder? Habt ihr eigentlich eins von den neuen Arabern gezogen, falls ihr Kisten aufgemacht habt? Das würde mich mal mega interessieren. Ich glaube, das ist super, super schwer, eins von den neuen Pferden zu bekommen. Vor allen Dingen Gems sind auch einfach so abartig teuer. Also, und bis man die zusammen hat, also man kann die ja nur bei dem Cross-Country, glaube ich, gewinnen, ne? Wenn man irgendwie Erster wird. Und übers tägliche Einloggen. Das heißt, es dauert ewig und drei Tage, bis man 800 zusammen hat. Ich habe jetzt, glaube ich, 683 oder so wiederbekommen, weil ich logge mich halt jeden Tag ein und nach 7 Tagen, glaube ich, bekommt man 20 und nach 14 Tagen bekommt man, glaube ich, 60. Manchmal kann man aber auch Werbung gucken, dann bekommt man ein bisschen mehr, was ich ganz cool finde, weil es ist echt schwer, an Gems zu kommen. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal eine eine Pferdekiste aufmachen, aber die Chancen stehen halt so schlecht, Leute, ne? Einmal reingeschissen, somit haben wir wahrscheinlich nur zwei Sterne. Nein. Ah, Leute. Ja, wir haben zwei Sterne bekommen, weil ich wieder reingeschissen habe, Leute. Das ist echt traurig, ne? Das ist echt richtig traurig. Wo sind denn meine Pets? Hallo? Poe? Jewel? Wo sind die beiden? Da kommen sie. Hi, Jewel. Hi, Poe. Na, du Feind.
meiner. Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit dieser Folge von Horse Riding Tales auf dem Handy. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!